Ich war noch in keiner Mannschaft, wo ich so gerne so lange unterwegs war. Also wir haben immer Top-Stimmung. Speziell wenn ein Fahrer auch Deutsch spricht und mit dem man sich sehr gut versteht, macht es die Zeit natürlich auch kürzer. Ja, wir sind hier einen Tag vor der Flandern-Rundfahrt mit Max Walscheid und Michael Gogel vom Team Kubeka Assos. Jungs, ich habe heute bis jetzt allen Leuten eine Frage gestellt. Wenn ich morgen nach dem Rennen am Teambus auf euch warten würde und ich würde euch eine belgische Schokolade, ein Bier oder Fritten anbieten, was würdest du nehmen? Ja, ein neues Bier. Okay. Michael, du? Bier und Fritten. Sehr gute Antwort. Okay, dann lass uns von vorm Rennen, zum Rennen selber gehen. Ja, ihr habt bis jetzt beide gute Leistungen gezeigt. Michael, du mit dem 6. Platz bei Strade Bianche sicherlich nochmal hervorzuheben. Max, du auch schon 2 Top-10-Ergebnisse bei belgischen Halbklassikern. Trotzdem habt ihr ja morgen mit Giacomo, der da oben schläft, einen vermeintlichen Kapitän im Team. Kriegt ihr trotzdem eure Freiheiten morgen? Ja, also ich glaube, dass wir insgesamt eine gute Mannschaft haben und auch verschiedene Fahrer haben, die im Finale dabei sein können. Insofern sind wir da auch relativ breit aufgestellt, aber ich würde schon sagen, wir haben jetzt noch keine Besprechung gehabt, aber Giacomo ist schon grundsätzlich unser erster Mann sozusagen. Okay, ja, jetzt weiß ich ja aus unserem Vorgespräch, dass du morgen als Kapitän de la Route eingeteilt bist. Und da wäre es cool, wenn du unseren Zuschauern mal erklären könntest, was das überhaupt ist. Was macht man da? Ja, im Prinzip macht man die taktischen Ansagen über das Rennen hinweg. Also beispielsweise fahren wir hinterher, wie positionieren wir uns im Feld, wenn es um Getränke, Verpflegung geht, sowas zu organisieren und insgesamt einfach einen Überblick über das Rennen zu behalten. Und man ist dann zusammenfassend eigentlich so eine Art verlängerter Arm von der sportlichen Leitung. Okay. An den Michael eine Frage. Wann macht der Max den Job gut? Also bis jetzt braucht er immer Unterstützung. Aber nee, also durch seine immense Körpergröße hat er auch einen guten Überblick und muss auch sagen, dass er das wirklich auch gut macht im Rennen. Okay, alles klar. Ja, du hast ja gerade schon gesagt, Max, verlängert der Arm der sportlichen Leitung. Das heißt, man kriegt hinten aus dem Auto Funk oder wie funktioniert das, der Kontakt mit der sportlichen Leitung? Genau, also wir haben ja alle einen Funk im Ohr. Wir können hören, was die sportlichen Leiter zu uns sagen. Wir können aber auch untereinander kommunizieren. Jeder hat auch ein Mikrofon, wo er reinsprechen kann. Das ist teilweise ein bisschen schwierig, je nach Rennsituation, aber grundsätzlich kann man sich verständigen. Okay, jetzt fliegt hier kurz ein Helikopter drüber. Ja, jetzt wurden wir hier gerade von dem Helikopter überflogen. Das hängt, glaube ich, ein bisschen mit der Position an, oder von der Position ab, wo wir uns hier gerade befinden. Wo sitzen wir denn hier überhaupt, Jungs? Ja, wir sind hier am legendären Quaremon. Das ist die Schlüsselstelle im Rennen. Müssen dreimal befahren. Der längste, vielleicht schwerste Abschnitt im Rennen. Und unser Hotel ist hier auf halber Höhe. Also wir sind hier komplett zentral in den flämischen Ardennen und können auch alle Streckenteile von hier aus mit Fahrrad super erreichen. Okay, dann hätte ich noch eine Frage zum Morgen vorm Rennen. Vielleicht kannst du mal das Mikro an den Michael weitergeben. Weil Max, ich meine, du bist 1,99 sogar groß, wiegst 90 Kilo. Bist damit, hat der Michael im Vorgespräch gerade eben schon gesagt, morgen der schwerste Fahrer am Start. Und mich würde interessieren... Wissen wir ja gar nicht. Ja, dann müssen wir dann nochmal nachfragen in nächster Zeit. Was ist der junge Mann denn so zum Frühstück? Alles. Ja, okay, das war eine kurze und eindeutige Antwort. Um kurz beim Thema Ernährung zu bleiben, ich habe gestern oder vorgestern von dir ein Interview gelesen, dass du seit einem Jahr Vegetarier bist. Von dir weiß ich das auch, Max. Erstmal an dich die Frage, hast du es aus Performancegründen gemacht oder weil du einfach keine Tiere mehr essen möchtest, merkst du irgendwelche Unterschiede? Also grundsätzlich war es bei mir am Anfang eine ethische Entscheidung und mit mehr und mehr Recherche habe ich dann herausgefunden, dass auch die Performance sich verbessern könnte. Ich habe jetzt natürlich nichts schwarz auf weiß, aber ich weiß nur, dass es seit 1,5 Jahren bei mir ziemlich gut läuft und das nehme ich für mich als Beweis genug, dass auch die Performance definitiv nicht darunter leidet. Und von dem her werde ich in den nächsten Jahren definitiv auch dabei bleiben. Okay, und wie sieht es bei dir aus, Max? Ähnlich.
Also auch aus ethischen Gründen auf Fleisch verzichtet. Ich esse aber allerdings noch Fisch, jetzt gerade wenn ich hier mit dem Team unterwegs bin, zu Hause eigentlich nicht. Aber wenn man beim Rennen ist, ist es schon noch ein bisschen einfacher als zusätzliche Nahrungsquelle sozusagen. Aber ich sehe das eigentlich wie der Michael. Ich habe da keinerlei Defizite in meiner Performance gespürt und ich finde es einfach sehr gut und mache das gerne weiter. Ja. Dann hätte ich noch eine Frage zur Stimmung in so einem World Tour Team. Also ihr beide sitzt jetzt hier relativ relaxed und lacht auch ziemlich viel. Ist man da so, wenn man als Team, ihr sitzt ja jetzt auch schon seit ein paar Wochen hier in Belgien zusammen rum, ist das eine professionelle Atmosphäre? Ist man da unter den Fahrern eher befreundet oder wie läuft das so ab? Also ich finde jetzt hier speziell haben wir erstmal eine super Location, wo wir nur mit sozusagen Teamangehörigen im Hotel sind und das schweißt generell schon zusammen. Einfach durch das Surrounding hier mit Quaremont und so weiter fühlt man sich auch wirklich, als ob man bei den Klassikern wäre. Allerdings sind natürlich auch einige Fahrer schon echt lange unterwegs. Emil Vignebaud, der auch mit uns hier ist, der war das letzte Mal vor rund 8 Wochen zu Hause. Und da wird es dann natürlich dann irgendwann langsam zäh, muss man auch ehrlich sagen. Aber also für mich persönlich ist es relativ einfach. Nach Deutschland kann ich mit dem Auto fahren und bin da flexibel. Und insofern habe ich da jetzt keinen Lagerkoll oder Ähnliches und ich bin auch gerne hier. Wie angenehm ist Max Walscheid so als Teamkollege? Also ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch schon 6 Wochen unterwegs. Ich freue mich auch, wenn ich morgen nach der Flandern-Rundfahrt nach Hause kann. Aber ich war noch in keiner Mannschaft, wo ich so gerne so lange unterwegs war. Also wir haben immer Top-Stimmung, speziell wenn ein Fahrer auch Deutsch spricht und mit dem man sich sehr gut versteht, macht es die Zeit natürlich auch kürzer. Okay, dann letzte Frage. Wer von euch macht auf dem Weg zum Rennen Musik im Mannschaftsbus und was läuft da so? Also wenn ich da bin, mache ich die Musik und ich spiele gern DJ Ötzi oder diverse andere österreichische Schlager-Ikonen. Ja. Das gefällt natürlich auch Max, aber der Rest der Mannschaft ist nicht so begeistert. Und wenn ich nicht da bin, weiß ich nicht, was gespielt wird. Aber ich glaube, die vermissen mich nicht wirklich. Ja, kannst du das so bestätigen, Max? Ja, gibt da eigentlich nicht viel hinzuzufügen. Aber hat ja eh kein anderer was zu sagen, insofern ist auch egal. Okay, alles klar. Ich würde sagen, das war ein geeignetes Schlusswort. Ich bedanke mich bei euch Jungs, wünsche euch viel Glück und wir sehen uns dann morgen beim Rennen. Danke dir.